Und damit einen wunderschönen guten Montag, würde ich behaupten, wir schließen die Missionen direkt mal ab. 28.000 wieder auf dem Konto. Wir mussten noch Ballen pressen. Also wir fahren Ballenpresse jetzt direkt holen. Würde ich sagen. Und legen damit auch direkt los. Damit wir demnächst wieder Silageballen verkaufen können. Und dann lassen wir uns einfach mal überraschen, wie gut oder schlecht das funktioniert. Weil das ist ja jetzt nicht die Fastbail, heißt, ich muss dran denken, stehen zu bleiben. Das ist eine ganz wichtige Nummer jetzt. Damit es dann auch langsam vorwärts geht. Aus dem Grund auch im Moment 5 Folgen die Woche. Einfach damit es vorwärts geht. Es ist natürlich die Pöttinger mit dem Ballendreher. Dann würde ich sagen, nicht lang schnacken. Fangen wir mal an. Ich denke mal, durch den Honig wird auch Geld reinkommen. Schätze ich mal. Wissen tue es natürlich nicht. Aber wir hoffen es einfach mal, dass da vernünftig Geld mit reinkommt. Zwecks Tiere bin ich mir immer noch unsicher, ob wir uns Hühner anschaffen sollten. Aber mit den Bienen und dem Gewächshaus verdienen wir auch nebenbei schon mal ein bisschen Geld. Das ist ja auch schon mal nicht verkehrt. Gucken, wie gut oder schlecht ich daran denke, stehen zu bleiben. Na komm. Komm, put, 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 put. Ich hoffe natürlich, euer Wochenende war gut. Seid gut in die Woche gestartet. Ja, die Ablagemodus sollte ich anmachen, ne? Es sieht ja schon interessant aus. Der Vorteil ist zwar, dass die Ballen nicht runterrollen, aber der Nachteil ist natürlich jetzt, dass wir jedes Mal stehen bleiben müssen, damit nicht sowas passiert, wenn ich mal nicht aufpasse. Ja, ich habe es gerade richtig gesehen, die Ballenfolie hat gewechselt. Da gibt es schon einen schönen Mod, wo die Ballenfarbe auch zufällig ausgewählt wird. Den habe ich drauf. Einfach so für den Spaß an der Freude. Weil ich es irgendwie lustig und cool fand. Alter, finde, die läuft so übelst schnell voll, ne? Also das ist, glaube ich, keine Dauerlösung mit der Presse. Da bin ich sogar fast versucht, auf eine
war dabei, im Kessel umzusteigen. Bin ich wirklich fast versucht, auf eine Quaderballenpresse umzusteigen. Dann habe ich auch das nervige Gepiepse nicht. Weil das Gepiepse nervt mich schon extrem hart. Ich meine, wir könnten natürlich auch umsteigen auf Fahrsilo. Die Möglichkeit besteht natürlich auch. Komm. Mach doch nicht so. Aber Fahrsilo hat natürlich auch andere Herausforderungen wieder, ne? Sind wir mal ganz ehrlich drin. Ja, der Wickeltisch ist gerade wieder hochgeklappt. Was haben wir denn gerade so? Düngen, grubbern, säen. Ah, grubbern und Flugmissionen rentieren sich halt irgendwo für uns, ne? Weil wir die einfach wirklich nebenbei laufen lassen können. Oder haben wir auch ein, zwei Ernte dazwischen? Ernte für 25.000. Ui. Feld 26. Aber hallo. Aber hallo. Machen wir doch glatt. Feld 26 war doch dieses Riesenteil da unten in der Nähe von der BGR, oder? Ja, ich weiß, ich lege das Schneidwerk jetzt von der falschen Seite drauf. Ist mir durchaus bewusst. Oder da unten? War doch da unten, oder? Ja, war da unten. Randale leuchtet an. Dann fahren wir da runter. Und pressen dann weiter Ballen. Jetzt hoffe ich nur natürlich, dass das eine Abladestelle ist, wo der LKW auch selbstständig hinfahren kann. Aber das werden wir dann rausfinden, würde ich sagen. Komm. Boah, ich muss hier auf jeden Fall nachgehen bei den Ballen. Da liegt noch so viel Zeug rum. Ja, das ist nicht gut. Ist nicht cool. Echt jetzt, nicht cool. Ja, ich hoffe, mit den Soundeinstellungen passt diesmal besser. Mir ist nämlich aufgefallen, dass es etwas laut war. Ich hoffe, jetzt passt es etwas besser. Aber das werden wir feststellen, würde ich behaupten.
Ja, um ehrlich zu sein, ich habe keine Ahnung, was ich euch erzählen soll. Weil mein Wochenende war jetzt auch nicht so hochgradig aufregend. Eher entspannt, weil kinderfrei. Einziges, was ich am Wochenende gemacht habe, ist das Badezimmer renoviert. Das ist das Einzige, was ich gemacht habe. Um ehrlich zu sein. Ich habe mich doch jetzt total verfranst, oder? Jo. Verdammt. Verdammt. Ja, komm, dann kann ich aber bis unten durchfahren und dann rechts. Ne, ich hab's Badezimmer renoviert. War auch ein bisschen Arbeit, ging aber. Hielt sich in Grenzen. Also dementsprechend weiß ich gerade echt nicht, was ich euch erzählen soll. Hui. Wir gucken, neue Cosplay-Vision habe ich mir eben runtergeladen. Gucken, wie gut oder schlecht das jetzt funktioniert, ob neue Funktionen da sind oder nicht. Alle Sachen, die ich noch nicht weiß. Einen Kirovitz K700A habe ich mir runtergeladen, den möchte ich aber erst testen. Wer den Kanal schon länger verfolgt, weiß, der Kirovitz gehört zu meinen Lieblingen. Und die Schläuche waren gar nicht angeschlossen. Ups. Upsi. Dann lasst uns mal gucken. Ach nee, hier. Nee, hier kann ich aber auch eben Drescher selbst abdanken anmachen. Job erstellen. Packen wir dorthin. Schön, jetzt wird der Feldrand erkannt. Fahrzeug auf dem Kurs. Anzahl Vorgewende hätte ich gerne 3, 4. Scharf. Ja, das Menü wurde auf jeden Fall überarbeitet. Inselumfahrung ist auch dabei. Keine Umfahrung, ist ja keine Insel drauf. So, dann würde ich sagen, gib ihm. Wo muss das Zeug hin? Hierhin. GCBH Getreidespeicher. GCBH Getreidespeicher. Das ist eigentlich das falsche Fahrzeug für hier auf der Map. Job erstellen, liefern. Wo haben wir? GCBH Getreidespeicher ist korrektli. Du stellst dich bitte nach hier. Abfahrt. Abfahrt. Genau. Wir machen in der Zeit einfach mal weiter. Mit unserer Ballenpresserei. Das ist halt wirklich der Riesenvorteil an der Fastbail, ne? Du musst nicht stehen bleiben, das ist ein Riesenvorteil. Also wirklich ein Riesenvorteil.
Also das lässt sich ja wirklich nicht ausschließen, dass die Fastbail, was das angeht, ein Riesenvorteil ist. Auch wenn sie sich sehr stark an die Schwarthöhe und alles anpasst. Was ich persönlich gar nicht so schlecht finde. Besser wie dieses Gepiepe. Ernsthaft. Bei der Fastball müssten nur etwas größere Ballen rauskommen. Also 4000 Liter Ballen müssten da schon drin sein eigentlich. Jetzt wurde eine abgelegt und es piept und piept und piept. Ich glaube, bei mir piept's. Er hat den Ball abgelegt, das ist gut. Und jetzt müsstest du aber eben mal... Danke. Eben mal verschwinden. Ja, so muss ich sagen, das ist halt wirklich der Riesenvorteil in der Fastball. Man kann sich einfach ans Fahren halten. Und braucht nicht ständig stehen bleiben, gucken, machen. Ich wollte gerade fragen, könnt ihr den Ball nochmal auswerfen? Das Gepiepe geht mir auf die Nerven. Aber gut, meine Freunde, ich presse hier mal eine Runde zu Ende. Wir sehen uns dann in der nächsten. Tschüss.